Hallo und herzlich willkommen zurück zu King's Quest. Wir sind auf der Suche nach dem zweiten Edelstein und dazu müssen wir uns einen Schutz vor einer Verzauberung zurechtmixen. Aber da brauchen wir einiges dafür. Wir brauchen die gelbe Blume. The yellow flower is very pretty, but has a sickly smell. Wir brauchen ein wie heißt's? Einen bestimmten Edelstein oder so irgendetwas. Wir brauchen eine Kristallschale und auch noch eine Feder, mit der wir das Ganze mischen müssten. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen noch mal in die Höhle rein. Gespeichert ist ja. Vielleicht gibt's ja dann doch noch irgendetwas hier zu finden. Ich schaue auf jeden Fall erstmal noch das Buch an. Ich meine, wir haben schon die Bücherregale und alles Mögliche angeschaut. You flip through the book and type the first. Aber jetzt, nachdem wir das Buch gelesen haben, vielleicht gibt's da was Neues. Also, was brauchen wir? Power of Emerald can properly dispel an enchantment. Ja, genau, ein blaues Mineral. Genau, das war's. Und gelbe Pflanze. Zusammenmixen. Hier, und dann eine weiße Feder. Und einen perfekten, klaren Kristall. Und dann soll man das Ding hier sprechen. Also, das heißt, wir brauchen einen klaren Kristall. Ein blaues Mineral. Und eine weiße Feder. So. Ist das hier was? You approach the workbench for a closer look. Aha. Es gibt also doch irgendwas. Man kann es doch mal noch machen. These elaborate candlesticks are quite expensive looking. A clear beaker. It is useful for mixing various fluids, chemicals and minerals together. Aha. When lit, this device heats the beaker and any contents that it contains. A wick leads into the base, which is made of flint stone. Das heißt, da können wir auf jeden Fall mal die Blume reingeben. You toss the sickly yellow flower into the beaker. Oh, die blaue Substanz, There's no... Ja, dachte ich mir doch. Das ist auch blau, aber das wird wahrscheinlich nicht gehen, the oder? Diamond and sapphire earrings are very delicate. Each earring has a large sapphire surrounded by glittering diamonds. Der ist ja auch blau. You toss the earrings into the beaker. Das geht also auch. Okay. The ancient book bears the title Ye Old Book. You flip through the book and the first. Dann ist das wahrscheinlich das blaue Mineral. Und das gelbe Dings. Und die soll man erhitzen. Dazu bräuchte man, das ist ja ein Dings. Wie heißt? Ein Feuerstein. Da bräuchte man Stahl. Da müsste doch das ja unser Schwert gehen, oder? You strike the blade of your sword against the flintstone. It sparks and the wick catches a light. You watch, fascinated, as the two unlikely objects melt under the heat of the magical flame. Okay, ist ja krass. The contents of the beaker have melted into a thick, greenish liquid. Extinguishing candle... Also das mit den Ohrringen hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe es einfach nur mal ausprobiert. Okay. Aber uns fehlt immer noch die Feder. Wir hätten doch eine Feder am Hut, aber ich glaube, das geht wahrscheinlich nicht, oder? You are pleased. You're adventuring. Ja. Gibt's sonst noch irgendwas anderes hier? Was ist damit? Some incredibly valuable furniture. You have better things. You never did pay much attention. Don't buy. There is nothing. Enchanter's staffs are very powerful objects. Ich weiß nicht. Wenn wir jetzt wieder rausgehen, noch mal reingehen. Ist das Ding dann noch am Köcheln? You approach the... Ja, okay. Und wie war das mit der Feder? Das muss eine weiße Feder sein.
You flip the first. Weißer Feder. Okay, da hätten wir nur die Schwäne. Dann schauen wir mal zu den Schwänen. Wow. Geht es jetzt einfach so, dass wir zurückkommen? The snake cannot see the pin. Aber vielleicht, ich meine, wir kommen so nicht vorbei, aber vielleicht können wir so wieder wegfliegen. There's not, you can't, there's not enough room to use the. Okay, kommen wir also nicht mehr weg? There's not enough, you can't. That. Naja, das war klar. The snake lashes out. Aber wie kommt. Your hiss. Aber wie kommen wir dann wieder weg? Weil ich glaube, die Feder brauchen wir von vom Schwan. Oder können wir tatsächlich unsere Feder vom Hut abschneiden? You consider following the ancient war tradition of falling on your sword to ensure that your death is honorable. Then you remember that you're not currently in a war. Ja, okay, geht also nicht. There's not. You can. Ah. Und innen drin können wir es ja eigentlich auch nicht benutzen. Aber wie kommen wir dann wieder weg? Oder war das mit dem Schwan nur wieder so eine falsche Idee gerade von mir? Wie bei dem anderen Rätsel. You can't. There's not enough room to. You. It would be too dangerous to use the magic carpet. It would. You can. The snake does not. The snake. Wie kommen wir jetzt an dieser blöden Schlange vorbei? Weil das Hypnotisieren geht ja hier nicht. The snake cannot see the. Oder müssen wir ja nah genug ran? Aber wahrscheinlich nicht, oder? Aber selbst wenn? Wenn wir das mit den Verzauberungsdings hätten, kämen wir ja auch wieder nicht an ihr vorbei. The snake. You could simply kill the snake, but something about its. The snake. Huh. Entweder ist es gerade eine Sackgasse oder ich habe doch was vergessen. The snake. Ja, wir kommen the nicht snake vorbei. The snake lashes out, striking with precision. Your history. History, das ist gut. Ich meine, wir können auch da runterspringen, aber das bringt wahrscheinlich auch nichts. Dann sterben wir auch. You have just discovered the gravity. Und da wahrscheinlich genauso. You have just discovered. Das ist jetzt aber blöd. Entweder bin ich jetzt zu blöd dafür, oder es ist ein Bug, dass ich durch das Speichern, dass sich die Schlange wieder regeneriert hat, dass man noch eine bestimmte Zeit hat. Aber das wäre alles eine Sackgasse eigentlich. Da muss es doch einen Weg geben, da vorbeizukommen. Oder wir kommen nicht vorbei, bis wir das Ding haben, aber. Don't bother. Ich sehe nicht. You have wo wir hier eine Feder herkriegen sollten. You have better Enchanter's staff. You approach. Okay, und es ist nur das. Und da gibt's auch keine Feder. Huf. There's nothing. Wie kommt man dieser blöden Schlange wieder vorbei? Draufhauen. You could simply kill the snake, but something about its presence up here is.
Wenn nicht, laden wir nochmal neu. Ich meine, es wäre ja auch möglich, nochmal neu zu laden. Und einfach mal zu schauen, wie wir da hochkommen. Moment mal. Laden wir mal das. Das sind wir wieder hier. Und da sind wir hier. Cautiously. War das schon so weit? You flick. Wir haben das. Und den Trank haben wir auch, den Magic Carpet haben wir. Ja, genau, und ab da sind wir ja geflogen. Okay, dann schauen wir uns jetzt einfach mal, ob wir tatsächlich hier die Feder bekommen. Oder ob es die dann doch oben gibt. Aber ich dachte, wir hätten die Federn schon von so einem Schwan. Ja, wir können es ja auch nicht wirklich rausreißen, oder? Ich glaube nicht, dass Graham das machen würde. A beautiful. You don't want your hand picked, do you? Mother swans are known to be very protective of their young. Ja, das ist wohl wahr. This water. The baby swans do look fluffy and soft to hold. However, the resulting peck you'd receive from their mother makes you reconsider the wisdom of interfering. So, Schwäne können ganz schön zubeißen. Ich glaube, da hat mein Bruder mal, Probleme gehabt mit. Was heißt Probleme? Da gab's doch noch eine andere. Eine Ente oder irgendwas? Ich muss mal nachschauen, was es genau gewesen ist. Wo war denn das? Das war hier irgendwo in der Gegend. Nee, das ist schon wieder die Straße. Ja, ist das eine Ente? The beautiful blue lake has. It is a baby bird. And not a terribly pretty one at that. Wie war das? It is a baby bird, and not a terribly pretty one at that. You should stand in the water. Okay, anscheinend können wir die hier. You walk into position and try to catch the baby bird. Though you are quick, the small bird is quicker. It darts along the water out of your reach. You will not be able to catch it with your bare hands. Okay, die kann man auf jeden Fall fangen. Dann probieren wir es mal mit dem Netz, hätte ich gesagt. Das wäre ja optimal dafür. The best place to attempt that would be from the lower bank. Das ist, glaube ich, das hier, oder? The best place to attempt that. Oder doch nicht? The best place to attempt that would be from the lower bank. Lower bank. A small area of land. Was genau heißt lower bank? Ist es jetzt Ufer? Hier vielleicht? The best place to attempt that would be from the lower bank. Was ist lower bank? Das sagt mir jetzt überhaupt nichts, ganz ehrlich gesagt. The best. Ah. You walk into position and try to catch the baby bird. You throw the net over the pond and the baby bird is caught unharmed. Wir haben ein Vögelchen. It is a baby bird and not a terribly pretty one at that. You don't want to hurt the little bird. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Baby Bird. Wir könnten... lasst mich mal speichern. Wir könnten natürlich versuchen, dass ein Baby ist, und zwar ganz alleine eine Mutter zu suchen. Für den Vogel.
Das wäre vielleicht sinnvoll, weil so schwimmt es ganz alleine rum und wird wahrscheinlich früher oder später sterben, weil es keine Mutter hat, die auf ihn aufpasst. Oder für Nahrung sorgt oder wie auch immer. Da würde mir zwei Sachen einfallen. Zwei Mütter, die hier im Spiel sind. Die Kürbisse. Aber ich glaube, mit Kürbis und Vogel, das bringt nicht wirklich was. Und tatsächlich den Schwan. Ich bin nicht sicher. Wir probieren es einfach mal aus. Probieren wir es doch mal aus. Es geht auf You jeden release Fall. the little bird into the pond. Oi. Irgendwie hat sich dieser Vogel in einen Schwan verwandelt. Und schaut mal, was er da haben. You pick up the white feather and put it carefully away. Okay, wir haben also jetzt diese Feder. Dann können wir ja jetzt diesen Trank bauen, oder? Jetzt müssten wir doch alles für den Trank haben, hätte ich jedenfalls gesagt. Und dann schauen wir mal, ob wir an dieser Schlange wieder vorbeikommen. Das speichere ich mal lieber mal ab. Vor Schlange. Ups. Richtig schreiben sollte man vielleicht auch. So. Okay, dann probieren wir es mal. Und dann bin ich You gespannt. unroll the magic carpet, lay it on the ground and sit. Und dann bin ich gespannt, ob das vielleicht irgendwie eine Art Sackgasse da oben ist oder nicht. As you ascend higher. Ja, das kennen wir alles schon. Und die Schlange können wir hypnotisieren. You dangle. Müssen wir sie vielleicht jetzt Don't mitnehmen? be silly. Nee, geht auch nicht. The snake snaps out of its. Naja, und jetzt ist sie wieder draußen. Aber dann müssen wir doch auch an den Dings wieder vorbeikommen. Die Frage ist nur, wie? Oh, das machen wir auch noch mal ganz kurz. Das haben wir ja noch nicht You reach gemacht. in. In an instant. Greetings. The new from where the man might I have Aber das you to breche ich this jetzt einfach sure the ab. man you notice you reach as So. you Gut. Dann lesen wir. Ich glaube, da drin war noch mal das Buch zu machen. Dann lesen wir als allererstes das Buch. you flip the first So. Schauen uns you approach das hier genauer an. Speicher nochmal unter QS2. Wir geben die Ohrringe rein. You toss the e Und die Dings. you toss the Und da haben wir das Schwert. Genau. you strike you walk. So. Und jetzt brauchen wir doch die Feder, wenn ich es richtig verstanden habe. Das war nicht die Feder. Das ist die Feder. You stir the mixture carefully with the white feather. It soon dissolves in the hot liquid. It would be best not to remove the. Okay, das haben wir auch gemacht. You flip through the first half contains a list. Until greenish, dann mixt er mit Weißfeder. Drop. Aber jetzt brauchen wir doch noch dieses kristallklare Dings. Das fehlt uns immer noch. Weil ich. You get no rep. The time is. Müssen wir das irgendwie ausmachen? Extinguishing can. Okay. Ist das so ein Kristalldings? You think that this vial. Nothing. Müssen wir das vielleicht erst trinken? Curious as to whether the youth potion lives up to its name, you drink every last drop of the blue liquid. Planning to start your life over?
Unfortunately, your fair maiden won't be around by the time you become interested in women again. Ja, eigentlich habe ich jetzt gedacht, wir trinken das aus und vielleicht ist es dieses kristallklare Dings, was wir brauchen. Dann ist halt die Frage, haben wir irgendwas, wo wir das reinschütten können? Nö, eigentlich nicht. Das heißt, das fehlt uns auch noch. Ich habe eigentlich jetzt gedacht, dass das Behälter das vielleicht gewesen wäre, aber wenn man es genau liest, sieht man ja, wir müssen es umschütten. Oder rausschütten, aber wo zum Teufel kriegen wir das dann jetzt her? These elaborate, a clear beaker. It is you. Some incredibly. Naja, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und ich habe auch keine Ahnung, wie wir wieder an der Schlange vorbeikommen. Aber wir haben auch schon 20 Minuten rum, also für diese Folge haben wir, glaube ich, genug rausgefunden. Schauen wir mal beim nächsten Mal, wo wir dieses Ding raus herkriegen. Vielleicht muss man es auch einfach nur wegnehmen, aber nee, es heißt explizit in diesen Kristalldings rein. Haben wir irgendwas mit Kristall hier? Nee, eigentlich nicht. Naja gut, machen wir beim nächsten Mal weiter. Dann sag ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.